Hallo und willkommen zurück zu Shonenias Let's Plays und dem angespielt Let's Test zu Rise of Industries. So, wir hatten gerade das Tutorial gespielt. War recht umfangreich und kompliziert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir uns jetzt in dem, ich vermute mal, Karrieremodus. Bisschen Geld in meinen Traum, lege deine Schwierigkeitsgrad mit dem Techbaum fest. Ja, ich glaube das. Und man sagte mir, ich solle auf leicht stellen. Wo sehe ich das? Stadtnamengenerator, Vereinigte Staaten, England, Deutschland. Okay, machen wir Deutschland. Voreinstellung, Anfänger. Okay, den Rest lasse ich dann, würde ich sagen. Kartengröße, Straßenverkehr, Rechtsfahren natürlich. Und den Rest lasse ich auf Standard. Basierend auf Einstellung, okay. Willkommen in Rise of Industries. Lass uns zuerst den Hauptsitz platzieren. Du kannst ihn irgendwo platzieren und er gibt dir eine vollständige Genehmigung für die Region, in der er sich befindet. Wenn du möchtest, kannst du diese Hilfsmittel und Interface-Einstellungen deaktivieren. Haben wir nicht Deutschland eingegeben? Hier steht Ipwege, Suchow, Even. Das sagt mir irgendwie nichts. Sind das irgendwie schlechte Übersetzungen von irgendwas? Wimpersing, ah ja, wer kennt's nicht? Konrading. Okay, das sieht hier irgendwie am größten aus. Hauptsitz. Sind die zentrale Kontrollzentrale deines Unternehmens. Verwalte hier deinen Techbaum, Kredite und Verträge. Vielleicht sollte es nicht an der Stadt, sondern an den Rohstoffen ringsrum abhängig machen. Aber Wasser ist hier alles überall eigentlich. So, dann würde ich sagen, hups. Machen wir doch einfach. Dort. Bitte vergiss nicht, dass ein industrielles Simulationsspiel ist. Versuche herauszufinden, was Städte wollen, anstatt Produkte zu produzieren, die aufgrund einer fehlenden Anfrage vielleicht niemals verkaufen kannst. Klicke auf verschiedene Siedlungen, um zu sehen, welche Läden sie haben. Hier kannst du sehen, welche Läden platziert wurden und welche Art von Produkten sie produzieren werden. Versuche nicht zu produzieren, worauf die Siedlung hinarbeitet. Klicke auf einen Laden, um ein Fenster zu öffnen und sehe, welche Produkte er gerne kaufen möchte. Okay, Läden in der Stadt. Es gibt einen Bauernmarkt, einen Baumarkt und einen Spielzeugladen. Alle Siedlungen haben eine Liste von gewünschten Produkten und werden Produktionsgebäude platzieren, um diese Produkte zu produzieren. Wenn du möchtest, kannst du diese Gebäude kaufen und ihre Produktion übernehmen. Aha. So, wir haben Sand, wir haben Holz und wir haben Wasser in der Nähe. So viele Produkte, so viel Auswahl. Hier kannst du sehen, was die Siedlung möchte und wie viel sie dafür bezahlen will. Beachte, dass der Profit sehr gering ist, wenn etwas zu 100% verkauft wird. Versuche also, einen sehr hohen Prozentsatz zu erreichen. Beachte, dass der Profit sehr gering ist, wenn etwas zu 100% verkauft wird. Verstehe ich irgendwie noch nicht ganz, was damit gemeint sein soll. Versuche also, einen sehr hohen Prozentsatz zu erreichen. So, durchschnittlicher Preis 9. 175. Okay, Fleisch, Weizen und Gemüse ist bei 175. Hier steht möglichst hohen Prozentsatz. Beim Baumarkt Holz kann man verkaufen, Öl, Leder und dann wird es schlechter. Und der Spielzeugladen, Pflaumen, Holzzüge, Spielzeugsets. Okay, also würde ich sagen Holz. Eine organisierte Liste von jedem Rezept im Spiel. Wenn du ein Produkt im Seitenleistenfilter oder ein Symbol anklickst, wird dieses Rezept geöffnet. So. Holz. Holzlager. Weizen. Brauch Wasser.
Achso, man sieht auch, was man immer dafür braucht. Mehrere Sachen. Bei Weizen wissen wir ja schon, dass wir Wasser brauchen und diese Farm. Okay. Okay, ich muss nicht immer X drücken, sehr gut. Dann, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, welche sind. Sammler war das. Ein Wassersiphon kann, denke ich mal, nicht schaden. So, und das waren nur die Dings. Sammler sammeln mit Hilfe von Erntern Einheiten eines Rohstoffes von der Karte. Je nachdem, welchen Sammler du wählst, musst du vielleicht die Ernter über eine Straße mit dem Zentrum verbinden. Stelle sicher, dass ein Lagerhaus in der Nähe platzierst, um deine Rohstoffe besser zu verteilen. Der See ist größer. So. Ernte. Nee, Entrepreneur Erfolg erhalten, was auch immer das heißt. Kann hier nicht platziert werden, muss auf Küstenfelder gebaut werden. Construction Alert. Warum? Kein Ernter. Ja, hallo? Bin ich vielleicht genau dabei gerade? So, jetzt ist der Ernter aber weggeklickt. Wo sehe ich den jetzt wieder? Fabriken, Logistik. Es scheint, als könntest du keine davon platzieren, bevor du ein paar Produkte im Techbaum erforscht hast. Wenn du zum Beispiel eine Nutztierfarm platzieren möchtest, musst du zuerst ein Tier freischalten. Nur Rohsammler können frei ohne Technologie sein. Ah, da, Sammler hinzufügen. Du siehst nun den Wirkungsbereich dieses Gebäudes. Grün markierte Bäume können für Holzplätze gefällt werden, während gelb markierte bereits gefällt werden. So, vorhin hat er, wie viel hat er im Tutorial gemacht? Zwei, glaube ich. Dann mache ich auch erstmal zwei. Mist, das wollte ich eigentlich so nicht. Keine Ahnung, ich hoffe, das verursacht keinen Stau. Sei vorsichtig, wenn du Straßen oder Zuggleise passierst, denn alle Sektionen müssen verbunden sein. So, fehlt noch irgendwas? Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch das Lager. Logistik. Hier kannst du alle Logistikgebäude finden. Das wichtigste davon ist das Lagerhaus, das automatisch Produkte von und zu allen Gebäuden in seinem Umkreis umverteilt. Versuche, Produktionsgebäude überall zu platzieren, um maximale Effizienz zu erreichen. Okay, das Lagerhaus. So, ich möchte das gerne hierhin haben. Dann ist nämlich das Wasserding mit drinne. Nachdem du das Lagerhaus platziert hast, möchtest du vielleicht seine automatischen Einstellungen deaktivieren. Dafür musst du nur in den Tabs für Eingabe und Ausgabe gehen und ein paar Ziele de Oh nein, es sieht so aus, als könnte dein Gebäude sein Ziel nicht erreichen. Vielleicht solltest du die umliegenden Straßen überfrischen. Ja, ach, vielleicht war ich noch gar nicht so weit. Vielleicht wollte ich mir erstmal nur durchlesen, was ich machen soll.
So, ansonsten, das ist jetzt auch eigentlich verbunden, würde ich meinen. Zwei von drei Sammlern platziert. Ach so, es fehlt einfach einer noch. Würde ich jetzt vermuten. Hatten wir doch drei vorhin, ja? So, drei von drei Sammlern haben wir. Es ist alles im Wirkungsbereich. Die waren alle auf den grünen Flächen drauf. Fängt ja schon gut an. So, dann wollten wir einen. Holzfäller. Pathing Error. Kein Lagerhaus, nicht erreichen, Holzlager. Ja, danke. Also bei manchen Sachen könnte einem noch ein bisschen Zeit erstmal geben. So, drei von drei Sammlern passt auch. Theoretisch. Eine Million haben wir jetzt schon fast ausgegeben für diese drei Sachen. Hatten wir noch was? Kohle hatten wir noch irgendwo. Kohle habe ich hier jetzt aber noch gar nichts gesehen. Ah, vielleicht deswegen, weil die Zeit noch auf Pause steht. Bei normaler Geschwindigkeit beträgt ein Spieltag 7,5 echte Sekunden. Ein Monat 30 Spieltage und ein Jahr beträgt 12 Monate. Beschleunigt die Zeit, indem du die Pfeile zweifach oder sechsfach oder zehnfach drückst und halte die Zeit an, indem du den Pause-Button drückst. Okay, jetzt würde theoretisch die Zeit laufen, aber irgendwas scheint hier immer noch nicht zu funktionieren. Fragetool. Bringt mir das irgendwie was? Hilfe, Tipps zurücksetzen. Nein, Kartenbezeichnungen und Schichten. Das war nur für die Heatmap. Start hatten wir nichts gemacht. Logistische Routen. Sobald du Handelsdepots in den von Lagerhäusern platziert hast, kannst du die Handelsrouten aufbauen, um Produkte über die Karte zu befördern. Die Anfragen erhältst du in den Lagerhäusern, aber du kannst diese von diesen Panels verwalten. Ah, vielleicht muss ich das hier auch erstmal machen. Weizen, Gemüse. Ach ja, ich glaube, daran hat's gelegen. Weil wir haben ja noch gar keine Trucks. Luftreiniger, was hat man noch? Und das Truckdepot. Ich glaube, das könnte das Problem gewesen sein. Weitere Technologien in der Warteschleife. So, dann. Das Truck Depot. Noch eine Farm. Aber das ist gerade nicht ganz so wichtig. Würde gerne nach etwas suchen. Lagerhaus, Truck Depot.
Ach so, dafür muss ich wahrscheinlich beschleunigen, damit es erforscht wird. Es passiert doch was. Okay. Aber wahrscheinlich, weil ich halt das vorher noch nicht hatte. So, aber eigentlich muss ich doch hier noch irgendwo klicken. So, was kann ich jetzt schon anbieten? Von dem eigentlich nichts. Von dem 189%. Zack. Und wie sage ich jetzt, dass das verkauft werden soll? Baumarkt. Baue dieses Gebäude. Habe ich. Bin überfordert. Zielgebäude. Dann. Machen wir mal noch die Farm. Ich denke mal hier, wo viel Farm produzieren, entweder Nutztiere oder Farmerzeugnisse, die in den Fabriken oder anderen Farmen genutzt werden können. Sie verwenden Felder, die Produkte produzieren, die automatisch von der Farm gesammelt werden. So, dann mache ich doch einfach zwei. Eine für für Dings und eine für Bums. Weizen und für Fleisch. Okay, sobald ich baue, macht er scheinbar. Den Pausemodus an. Schön an der Straße. So, und hier möchte ich aber sagen, Gemüse und Dings. Achso, hat er automatisch Weizen, Hä? Steht jetzt doch überall Weizen. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Weizen. Was? So. Warum ist da trotzdem Gemüse? Müsste doch passen eigentlich. Das ist jeweils anderes da, aber es steht trotzdem Gemüsefeld. Achso, ne, jetzt passt das Gemüsefeld, ja. Wir fahren auch in die Stadt, okay. R&D Alert. Forschung abgeschossen, Luftverschmutzung. Okay. So, ich mache Minus. Ich verkaufe ja auch eigentlich gerade nichts. Ich weiß aber auch nicht genau wie. Hauptsitz verlegen. Nee, das passt so. Forschen. Kredite möchte ich nicht. Baumarkt. So, jetzt möchte er Öl haben. Vorher wollte er Holz, aber es ist immer noch bei 8. Geschäftslogistische Routen. Irgendeinen Schritt habe ich vergessen. Produktionsübersicht. Profit mache ich damit nicht. Gesamtkosten, Profit, Verkaufspreis. Letzter Monat.
Ich glaube, ich muss noch mal ins Tutorial reingehen. Oh, aber ich sehe, wir sind eh schon wieder bei über 20 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!